So, das ist jetzt hier eine zweite Futterstation, die ich jetzt habe für die Vögel. Und da seht ihr hier, ich habe das Fettfutter. Hier in dem Fall hier, in dieser Station hier, habe ich extra das Fettfutter, wenn man so sieht, offen ins Freie. Weil hier sind möglicherweise auch viele Katzen. Und man will ja, oder ich will in dem Fall den Katzen keine Versteckmöglichkeiten geben, wo sie auf die Vögel lauern. Zwar für die Vögel ist auch ein Risiko von anderen Vögeln, die so wie größere Vögel, so wie was weiß ich, Falken oder Mausbussarde. Aber in dem Fall ist das Risiko von solcher Bussarde wesentlich geringer als das Katzenrisiko. Ich habe selber 6 Katzen hier und daher ist da sehr ein hohes Risiko für die Vögel. Und daher mache ich das im Freien. Ich meine, es gibt dann auch hier solche Büsche und so, da würde ich das Fettfutter nie reinlegen, weil hier kann sich die Katze ganz gut verstecken. Ein anderer, ein weiterer Tipp zum Vögelfüttern ist so, dass ich das empfehle, immer, dass man das immer frühs macht. Weil wenn man nachts das Futter rausstellt und es schneit nachts, dann ist ja alles mit Schnee bedeckt und das hat dann überhaupt keinen Sinn. Schade ums Geld und die Vögel haben auch nichts davon. Ich würde dann auch so viel Futter drauflegen, dass für einen Tag langt. Weil also ideal wäre, wenn exakt die Menge von Futter an dem Tag verbraucht wird, weil Vögel sind Tagestiere, die meisten Vögel zumindest, also die hier jetzt gefüttert werden, und bei Dämmerung sind sie nicht mehr aktiv. Und daher, man legt so, schlägt meistens so viel Futter, dass für den Tag langt. Auch wenn man jetzt starker Schneefall hat, würde ich empfehlen, nicht so viel Futter rauslegen, nur wenig, weil das wird eh vom Schnee bedeckt. Und dann, wenn dieser Schneefall fertig ist, dann kann ich mit Futter ein bisschen kompensieren, also ein bisschen mehr als normal einfüge, damit dann die Vögel das Futter haben. Und so ist das Futter nicht gedeckt. Na, da sieht man schon ein Problem, das rennt hierher und das ist eine Katze. Und da muss man arg aufpassen, gerade wenn man in seinen Garten oder da, wo man Katzen hat, füttert, da muss man arg aufpassen, dass man das Futter nicht in solche Büsche, da kommt der angerannt. Ja. Und genau das ist das Problem. Und jetzt hier, wenn man sieht, das ist hier eine offene Fläche, das ist sehr schwierig für ihn, auf die Vögel zu lauern. Die sehen ihn ja weit weg und daher ist er auch kein Problem für die Vögel. Ja. Okay, ich überlege mir gerade, was gibt es denn sonst noch für Tipps? Ach ja, wenn man eine Futterstation öfters benutzt, da merkt man manchmal, dass irgendein Tier seine Exkremente hier bei der Futterstelle lässt. Dann lege ich nicht mehr an der Stelle, sondern pick dann eine andere saubere Stelle, ne? Dass man keine Krankheiten und so, dass die Tiere quasi keine Krankheiten und so kriegen.